Hannover hat einen neuen Champion, der König im Schwergewicht bei We Love MMA. Der heißt Sebastian Herzberg und hat wirklich diesen herzergreifenden Spitznamen Matt Brötchen. Aber heute warst du der Belag, muss man wirklich sagen, drauf auf diesem Brötchen. Und da ist er, dein Gürtel, der jetzt sich wie anfühlt und wie wiegt auf der Schulter. Der fühlt sich gut an und wiegt fast so viel wie die Verantwortung, die ich tragen musste, um diesen Gürtel zu holen. Was war's für ein Kampf für dich? Der Verlauf war ja ganz, ganz wild, geht los, dein Gegner Karl Nickel, der junge Mann stürmt nach vorn und erwischt dich sofort mit einer linken, du gehst zu Boden. Korrekt. Muss ich mir im Video ansehen, ging für mich auch super schnell, hat sich angefühlt wie vom Zug überfahren werden, hab aber in der Situation auch gemerkt, dass ich sofort wieder da war und ich brauch den Videobeweis. Dann, wie ging es weiter? War für dich in dem Moment noch groß möglich, was zu entwickeln oder war es einfach nur erstmal, ich muss überleben, raus aus der Situation? Nein, ich war da, ich war voll da und dachte nur, okay, das wäre jetzt peinlich und dann ging es auch schon wieder weiter. Deswegen muss ich das Video sehen, um auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Zeit vergangen ist, weil für mich ging das wirklich nur so bumm und dann war ich eigentlich schon wieder im Fight, ne? So meine Wahrnehmung. Wie hat es sich gewendet? Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bist du am Zug, jetzt kannst du ihn packen und du hast ihn dann auch in diesem Griff, in dem du dann endgültig den Sack zumachen kannst? Also es ging ja irgendwie im Stand weiter, da kann ich jetzt auch gar nichts genau zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Und als ich ihn am Cage hatte, da wusste ich schon, okay, das ist eine Position, da komme ich gut mit zurecht. Als er dann am Boden war, habe ich versucht, die ersten Ellbogen reinzusetzen und dann bot sich der Hals an und den habe ich genommen, ne? Nun hast du den Gürtel, nun hast du den Titel und mit 34 Jahren im Schwergewicht sicherlich auf einem Höhepunkt, auf einem Zenit. Wird es weitergehen? Sicherlich, sicherlich. Aber es wird ein bisschen dauern, ja. Ich würde gerne erstmal Urlaub machen. Wie groß ist die Variante oder die Chance für ein Rematch? Karl hat schon gesagt, wenn du bereit bist, er ist es in jedem Fall. Er würde natürlich gern gucken, dir diesen Gürtel zu entreißen. Wie wäre bei dir die Aufgabenstellung so? Oder sagst du, da gibt es ganz andere Jungs, die würde ich auch noch gern fordern? Ja, das wird die Zeit zeigen. Ne? Wir lassen das jetzt erstmal sacken. Dazu kann ich heute Abend gar keine Aussage machen. Da muss ich auch erstmal sehen, wie das bei uns weitergeht. Ne? Und was auch so mein Trainer, meine Jungs, mein Management mit mir vorhaben halt. Ne? Genau. Was sagst du zum Publikum? Das war Hannover Live, das war Hannover Publikum für einen Hannoveraner. Korrekt. Also ich bin ja kein direkter Hannoveraner, ich bin ja im Grunde Zugezogener, aber ist schon beheimatet hier mittlerweile und war gut, war mega. Also natürlich kriegt man in den ersten Situationen davon überhaupt nichts mit, aber als es dann durch war und dann auch so schnell und ja die Luft noch zum Jubeln auch da war, das kenne ich von meinen Kämpfen eigentlich gar nicht, dass ich danach in irgendeiner Form noch feiern kann oder überhaupt ansprechbar bin. aber ich war halt super vorbereitet und dann war es auch richtig gut, hat sich sehr gut angefühlt, ja. Sebastian, danke dir für diesen Auftritt und ab sofort zieht das Banner mit deinem Bild drauf und diesem Gürtel dann die Veranstaltung von We Love MMA. Der Champion im Schwergewicht, Sebastian Herzberg.